Letzten Sekunden. Ich weiß, es ist nicht leicht bei der Auswahl, aber wir sind sehr gespannt, ob sich da nochmal was auf den Hot Seats tut. Und das Voting ist beendet. Jetzt steht das Ergebnis fest. Ja, ein Raunen geht durch die Menge hier in Berlin. Zu Recht. Wir sind gespannt. Aber bevor wir erfahren, wer weiterkommt, frage ich jetzt noch mal ganz schnell hier durch die Runde. Ja. Was sagst du? Ich? Nee, ich habe Marc angeguckt. Entschuldigung, Marc. Ja. Marc, wer kommt weiter? Es ist schwer zu sagen. Es ist wirklich ein sehr, sehr starkes Team, ne? Johannes Oerding generell wirklich echt abgeliefert, finde ich. So, es ist so, hat angefangen wie so. Johannes ist so für mich wie so. Wer kommt weiter? Ja. So, okay, Nico, wer kommt weiter? Na. Oder wisst ihr was? Ja. Wir hauen es einfach raus. Wir brauchen es jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Wollt ihr es wissen? Baumarkt. Ich will es auch wissen. Also, wer zieht für Team Johannes Oerding ins Viertelfinale ein? Hier ist ihr Ergebnis. Auf jeden Fall im Viertelfinale. Herzlichen Glückwunsch. Aber jetzt kommt bitte zu mir aus der Lounge. Ihr könnt auf den Sitzen noch sitzen bleiben. Ihr kommt zu mir. Zeynep, Linda, Lena, Dweik und Martin. Denn jetzt kommt die Entscheidung von eurem Coach. Zwei Tickets sind vergeben. Ein Ticket gibt es noch. Wer bekommt es? Wir sind uns einig, das war für Sie zu Hause nicht leicht und das ist jetzt auch für dich nicht leicht, aber wir wollen jetzt eine Entscheidung. Wem gibst du dein Ticket für das Viertelfinale? Also, es ist natürlich keine leichte Entscheidung, ist klar, weil wir uns alle ans Herz gewachsen sind. Ihr seid eine Gruppe geworden, ihr seid Freunde geworden, das konnte man spüren. Das spürt man hier in jedem Flur dieser heiligen Hallen und ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen wichtiger. Aber trotzdem gibt es hier eine Person, die hat mich in den letzten Wochen ausnahmslos von A bis Z berührt und deshalb gehe ich heute mit Zeynep. Im Studio sind wir sehr viele erleichtert. Du, auch das sehe ich dir an, du bist im Viertelfinale von The Voice of Germany 2021. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt wollen wir euch einmal drei zusammen sehen. Sebastian, Ann-Sophie und Zeynep, kommt einmal zu mir. Euch sehen wir in der nächsten Runde, im Viertelfinale. Ihr könnt jetzt noch mal zu den anderen Viertelfinalisten gehen, hinter die Bühne, feiert schon mal und wir sehen uns gleich noch mal hier oben auf der Bühne.